Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf Dive. Heute spielen wir die Map Teveran SG1, auch bekannt als Howling Mountains vom Bauteam Teveran, die ich glaube noch nie gespielt habe in einer Aufnahme. Es war früher eine meiner absoluten Lieblingsmaps. Ich habe die Map geliebt, ich habe sie gelebt, ich kenne alles auf der Map. Ich schwöre euch, ich kenne einfach alles auf der Map. Okay, gutes Zeug. Der Ding bei der Map ist, dass es hier, soweit ich weiß, genauso wie bei SG4, keine Tier 2s gibt, außer am Spawn. Deswegen freue ich mich gerade richtig einen dicken Keks über den Eisenharnisch. Wir haben schon fast volle Rüstung, nur halt noch kein Schwert. Und der hat jetzt eh ein Schwert und wird uns klatschen. Ich sehe es kommen, ich sehe es kommen, ich sehe es kommen, ich sehe es kommen. Und irgendjemand hat da hinten gerade Schaum bekommen. Ich gehe mal die OP-Route. Also es ist nicht wirklich eine OP-Route, aber wir sind echt viele Tier-1s. Und das ist das Beste, was man kriegen kann hier auf der Map. Also ist das doch ganz gut, eigentlich. Haben wir da ein Schwert drin? Nee, aber eine Angel. Okay, wir haben volle Rüstung. Geil. Schwert wird jetzt noch tight. Okay, wir haben ein Schwert. Richtig nice, ja. Ich habe heute nicht wirklich was zum Reden, deswegen entschuldigt es, falls ich mal wieder behindert bin, wie sonst was. Ich habe nämlich heute auch, by the way, gute Laune, warum auch immer. So, das tauschen wir nochmal nach da, so. Ich benutze kein Goldschwert, weil manche sagen, es bringt mehr Crit. Es bringt keinen mehr Crit, also es bringt genauso viel wie ein Goldschwert, wie ein Holzschwert. Nur geht schneller kaputt und da ist natürlich schlauer, wenn man ein Holzschwert nimmt. Am allergeilsten wäre es jetzt, wenn ich ein Steinschwert nehmen würde. Ah, ich habe keins. Deswegen checken wir hier mal die Chests ab und die Crates. Da steht übrigens Supply Crate, das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja, das ist mir... Warum auch immer ich darauf gucke, ich weiß es nicht. Steht bei Tier 2 was anderes? Würde mich jetzt mal interessieren. So, was haben wir hier noch? Sticks, okay. So, die Angel brauchen wir nicht, die können wir wegschmeißen. In das Boot gehen wir gleich nicht rein, weil das ist ziemlich schwierig, da rauszukommen. Also ich weiß, wie man rauskommt, aber es ist unnötig. Und jetzt haben wir schon richtig dick geile Rüstung eigentlich. Ich nehme mal den Goldhelm runter, obwohl ich Gold eigentlich viel geiler mag. Ich finde Goldhelme besser und mag sie mehr. So, das wollte ich sagen, glaube ich. Ich dachte, das ist eine Kiste. Nee, ist es nicht. Okay, dann gehen wir hier nochmal hin. Dann würde ich sagen, holen wir uns auf jeden Fall die Pfeile noch. Es gibt nämlich so ein paar Dispenser und da sind ganz viele Pfeile drin. Und hier haben wir so ein bisschen Kettenrüstung noch. Essen wäre noch geil. Vielleicht eine Bowl oder so, weil hier sind echt viele Pilze. Oder nicht so richtig viele, aber immerhin ein paar. Ich nehme mal einfach alles mit hier, komm. Wir sind heute richtig geizig, wir sind richtige Sparfüchse, wir sparen alles. Wir nehmen einfach alles mit, vielleicht kann man das ja noch irgendwie benutzen. Auch die zwei Goldhelme hier, die ich auf jeden Fall noch gebraucht habe. Genau, endlich ist meine Sammlung vollständig von Goldhelmen her. Und da haben wir auch schon das Steinschild, was ich schon jahrelang gesucht habe, auf keinem Flohmarkt gefunden. Und jetzt einfach hier, mitten auf der Straße. Und noch ein TNT und jetzt machen wir das Kuppel auf die 9. So, noch einen Bogen. Den Bogen nehmen wir auf jeden Fall mit, weil ich will nicht, dass irgendjemand anders einen Bogen bekommt, außer mir, weil sonst versucht noch eher noch irgendjemand anders da hinten zu der Chest zu kommen. Falls ihr fragt, warum ich so wenig esse, ich suche Essen. Ich weiß, ich habe einen Steak, aber das bewahre ich mir eigentlich ganz gerne fürs DM auf, weil es extrem gutes Essen ist und dann braucht man im ganzen DM wahrscheinlich nichts mehr zu essen. Aber ich habe das Gefühl, ich werde es gleich essen müssen. Ich gucke mal nach hier und gucke, dass ich die Pfeile bekomme. So, da hinten ist ein Schwein. Okay, das ist doch schon mal was. Das können wir auch gleich braten. Genug Holzzeug eigentlich. Hoffentlich gibst du 3 Schweine Fleisch. Komm her. Und wie viel war's? Ah, 3. Ich hab's gewusst. So, was haben wir da? Ist auch leer. Mal gucken, ob da jemand reingegangen ist. Könnte ich mir fast sogar vorstellen. Anscheinend kennt jemand die Map hier. Spielen gar nicht mehr so viele Leute. Ist schon jemand gestorben überhaupt? Okay, ja, schon ein paar, aber halt nicht so viele. So, okay, da kennt jemand doch nicht so gut die Map. So, haben wir da noch was drin? Nee, da haben wir noch was drin. Ich würde ja gern durch. Ich gehe einfach durch. Ah, das bisschen schade ist ja auch nichts. Ja, das ist total wert. Ich hätte vielleicht vorher was essen sollen. Ach, egal, ich esse jetzt das schöne Steak. Manu. Oh, ich hätte auch die Kiste aufmachen können. Ich bin auch dumm. Naja, so, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Essen immerhin. Und ich check nochmal hier die Dings ab. Die Dispenser. Okay, da scheint wohl nichts mehr drin zu sein. Jetzt schnell da durch. Und schön viel Schaden bekommen. Genauso machen wir uns richtig. Genauso machen wir das, Erik. Der Code dafür ist 157, soweit ich weiß. Den sieht man noch hier vorne. Da oben ist einer. Hallo. Er dude. Das ist 2 Team. Er dude. Oh Mann. Die waren hier auf jeden Fall. Ich tausche das nochmal. Vielleicht kommen die auf mich zu. Ich tausche das nochmal so. Vielleicht traut es sich hier runterzukommen. Komm runter hier. Komm her. Ich will nicht nach oben. Nachher kicken die mich runter, kriege ich dick Fallschaden. Komm her, ich mache nichts. Ich bin ganz lieb. Ich bin zahm. Huh. Und er ist reingelaufen. Und easy Freakle. Er hat auch noch eine XP-Flash. Geil. Oh, ich muss jetzt die ganze Crap wegschmeißen. Egal. Mein guter Crap. Und ich habe eine Karte weggeschmissen, Mann. Mal gucken, ob der andere kommt. Ich glaube, der kommt gleich. Ja, wie? Ich habe kein Level bekommen. Willst du mich trollen? Okay. Brauche ich noch irgendwas hier vorne? Eigentlich nicht.
Ich könnte das jetzt sogar fast anzünden, aber ich brauche noch ein bisschen Holzzeug auf jeden Fall. Ich schmeiß einfach mal die Goldrüstung weg. So, und das kann weg. Okay, ich schmeiß jetzt auch halt Kettenrüstung weg. Ist ja nicht so. Ist ja nicht so. Eine Bowl hätten wir auch. String brauche ich nicht. Ich kann jetzt richtig schön viele Sachen braten. Ich glaube, das mache ich auch. Weil da hinten sind ja ganz viele Öfen. Und wir können auch eigentlich in das Dorf gehen. Vielleicht finden wir bis dahin noch jemanden. Das wäre natürlich auch richtig geil. 28 Pfeile. Dick, dick, dick. Wir sind dick gestackt. Wir sind stacked. Wir sind voll equipped. Das wird eine gute Runde, habe ich im Gefühl. Ich habe auch jetzt auf dem Canicle-Account so einen Graveyard-Skin. Ich finde den irgendwie richtig cool. Ich bin ein Dämon. Ja, ich bin ein Dämon. Ich bin dämonisch. Und so. Was Dämonen nun mal so tun. Ja, und irgendwie bringt er mir halt Glück. Ich weiß auch nicht wie, aber er tut es auf jeden Fall. Und da ist ein Hühnchen. Ach, das Hühnchen bräuchte ich sogar. Ich kriege den ja noch ein Level. Ich weiß, dass im Dorf ein Enchanting-Table ist. Deswegen wäre das eigentlich ganz nice. Ja, bitte, bitte, bitte. Oh, das ist XP. Nein, ein so Dings fehlt mir, okay. Ja. Na klar, ich könnte natürlich angeln. Da oben war auch ein Tier, glaube ich, gerade irgendwo. Ach nee, das sind die Schneeflecken da. Wo so ein wenig Schnee ist. Aber ich finde die Map eigentlich auch vom Aussehen her ist die richtig geil. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das hier nicht cool aussieht. Ich laufe jetzt ein bisschen im F1 rum. So, einfach damit ihr mal seht, wie schön das aussieht. Ich könnte jetzt auch Schäle reinmachen. Habe ich den so installiert, glaube ich. Ja, okay, mache ich aber nicht. Weil ich jetzt erstmal was braten möchte. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt in nächster Zeit, wenn ich auf MCG entbound bin mit Captain Eric, weil ich war ein bisschen zu gut, offenbar. Da dachte wohl jemand, ich hacke und das noch ein zweites Team. Die wollen doch alle auf die Schnauze hier, oder was? Oder ist das kein zweites Team? Ne, die verfolgen sich, glaube ich, dann mache ich damit. Ja, auf jeden Fall möchte ich auch ein paar Challenges machen. Also die F5-Challenge halt die ganze Zeit immer 50 Spiele oder keine Chess-Challenge oder Barker-Challenge und so eine Scheiße alles. Und ihr könnt mir auf jeden Fall mal Sachen in die Kommentare schreiben. Ich weiß eigentlich ziemlich viele Sachen, weil ich ziemlich viele YouTuber gucke, die sowas machen. Aber wenn ihr trotzdem irgendwelche coolen Ideen habt, dann schreibt mir die auf jeden Fall mal. Dann werde ich die auch machen auf MCG. Auf MCG kenne ich mich dann doch ein bisschen besser aus, glaube ich. Und, ja. Oh nein, ich kann die nicht hitten. Oh, flawless. Okay, fast flawless. Hat auf jeden Fall Pfeile, das ist nice. Den Timmy kriegen wir jetzt auch nochmal schnell für die Eisenhose und den Eisenhelm. Ja, geil. So, ich schmeiß das mal weg. Das nach oben. Das weg hier. Das weg. Boah, der hatte so viel Zeug, ne? Ohne Spaß, da kommt noch einer zum Abstauben, das war so klar. Zack. Okay, das war ein nice Schuss. Das war ein nice Schuss. Das war nicht so nice. Ich habe übrigens auch diese Feuerpartikel jetzt. Der denkt auch, er hat hier dicke Wings, glaube ich. Wow. Okay, das war doch noch knapp. Und er hat die Diamanten. Oh Mann, das mit dem... Ja, das wird jetzt nichts mehr mit dem Enchanten. Kann ich jetzt auch alles rausschmeißen. Ich will jetzt nämlich das Tier-Schwert unbedingt haben. So, da brauche ich auch nicht alles hier. Was ist das alles für ein Crap hier? So, ich sollte mich jetzt auf jeden Fall mal beeilen. Und hier vielleicht noch ganz schnell. Komm hier, wo sind die Eisenschuhe? Der Eisenhelm, ach, den Eisenhelm habe ich. Okay, dann laufe ich jetzt ganz schnell zum Spawn. Oh mein Gott, wenn ich das schaffe, ne? Nein, hier irgendwo ist ein Enchanting, ein Crafting Table. Wo ist der? Der ist in diesem Haus hier. Ich sag euch, der ist in diesem Haus. Ich sag euch, der ist in diesem Haus. Bitte, 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 bitte. Komm, kenne ich die Map so gut? Wenn ich die Map richtig gut auswendig kenne, ist hier ein Crafting Table. Und ich kenne die Map auswendig. Geil. So, dann machen wir uns das hier. Und dann machen wir uns ein Tierschwert nochmal schnell. So, und können wir irgendwas brennen? Ja, können wir. Ich tue da einfach mal ein bisschen was rein. Und da ist so ganz dick drin, warum auch immer. Frag mich nicht, wieso. So, das jetzt anziehen. Das nach da. Und ist wenigstens ein bisschen Fleisch fertig. Nein, natürlich nicht. Doch, eins. Okay, nice. Das dauert wieder nochmal. Und, ups, dann das. Und das nach unten, das nach unten. Und wir machen uns einen Flitted Steel, wollte ich gerade sagen. Können wir aber nicht. Naja, so, jetzt sind wir ausgerüstet. Full Iron Dia-Schwert, Dämonen-Skin. Was soll passieren? Wir haben gewonnen. Ich hätte ein enchantedes Tier-Schwert gehabt eigentlich. Aber, boah, den töte ich mal nicht. Der ist mir hier ein bisschen zu gut. Ich glaube, der killt mich noch. Sind die anderen so hin? Wo treiben die sich rum? Ja, da hinten. Och nein, das ist so ein Mädchen. Die will ich nicht töten. Oh, das sind solche süßen Noobs, diese Uhrzeit gerade. Greift er mich an, wenn ich stehen bleibe? Team. Team. Team, ich will Team. Team, Team, Team. Komm, mach Team. Mach Team. Oh, er ist ein richtig... Er will Streit. Der hier will Streit. Der hier bringt Unruhe. Jo, wahrscheinlich, oder? Und alles laggt. So, mit wem team ich jetzt? Vielleicht ist dir so schlau, trink den Trank. Das wäre lustig. Trink den Trank. Los, trink ihn. Trink ihn. Trink den Trank. Ey, verpiss dich. So, trink ihn.
Drink. Ich soll den Trank trinken. Drink the potion. Drink the potion. Los, trink ihn. Trink ihn, trink ihn, trink ihn, trink ihn. Trink ihn, trink den Potion. Ich mach jetzt einfach die Rüstung kaputt. Das ist nur ein Goldharnisch. I will. Ja, jetzt. Trink ihn, trink ihn, trink ihn, trink ihn. Das hab ich dann reingestellt. Ja, geil. Wenn ich 2 Kuchen hätte, nee, hab ich nicht, schade. Ich soll den Trank trinken. Trink ihn. Trink ihn, trink ihn, trink ihn, trink ihn, trink ihn, trink den verdammten Trank doch jetzt mal. Ich spam jetzt einfach. Ist mir doch jetzt YOLO, ob die Angel kaputt geht oder nicht. Los. Sie trinkt den Trank einfach nicht. Ich will ihre Rüstung kaputt machen, das wäre lustig. Los, trink den Trank jetzt. Mach doch. Meine Angel ist kaputt. Danke, ich habe noch einen, okay. Jetzt mache ich es mal so. Auf jeden Fall darf sie da nicht rauskommen. So, trink. Sie soll den Trank trinken. Ist sie denn etwa behindert? Trink einfach den Trank, dann lasse ich dich in Ruhe. Sie soll den Trank trinken. Warum trinkt sie den Trank nicht? Gibt es irgendeinen Grund dafür, außer dass sie stirbt? Nein, eben, wusste ich doch. Komm schon, trink den Trank. Ich will deinen Hansch kaputt machen. Ich kann doch gar nicht mehr so viel Dings haben. Oh Mann. Nein, sie macht das Cobweb kaputt. Ich stelle mich einfach in sie rein. Oh Mann, das ist so süß, solche Noobs. Trink jetzt den Trank, mein Gott. Ha, alles kaputt. Drink the potion. Or I will kill you. Sie soll ihn trinken und sie soll mich nicht ansneaken. Oh Mann, das war süß, oder? Naja, so Leute, ich hoffe, euch hat das Video so weit gefallen. Voll einfach dir schwert und ein ganz süßer Loop am Ende. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann schreibt mal Hashtag Trank in die Kommentare. Und ihr könnt mir auf jeden Fall mal schreiben, wie ihr diese Idee mit den Challenges findet. Und wenn ihr Ideen habt für Challenges, schreibt mir die mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das Video geschafft habt, dann schreibt Hashtag Trank in die Kommentare. Und sonst auch nicht. So, dann haut rein und ciao.